Wort erhält zunächst der Kollege Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich finde, Frau Bundeskanzlerin, Sie hätten doch lieber unseren Entschließungsantrag vorlesen sollen. Es wäre inhaltsreicher gewesen. Aber kommen wir zum Ernst der Lage zurück. Ich sage, die Lage ist wirklich ernst in Bezug auf Ukraine und Russland, aber nicht hoffnungslos. Die Krim soll nun Bestandteil Russlands unter Bruch des Völkerrechts werden. Das Verfassungsgericht in Russland hat schon zugestimmt. Jetzt werden noch die beiden Kammern des Parlaments zustimmen. Es ist übrigens auch interessant, dass Russland sich keine Gedanken macht, dass dadurch natürlich über 1 Million Wählerinnen und Wählern auf Seiten der Ostukraine fehlen, wenn es dann zu Parlaments- und Präsidentschaftswahlen kommt, was ja auch Folgen hat. Aber es interessiert sie nicht. Und wie vorhergesagt, hat sich Putin tatsächlich berufen auf den Kosovo. Und ich bleibe dabei, die Abtrennung des Kosovo war ein Bruch des Völkerrechts. Da können Sie hier lange über edle Motive etwas erzählen. Soldaten gab es nicht nur auf der Krim, Soldaten gab es auch in dem Kosovo. Und ein Volksentscheid gab es übrigens nur auf der Krim, nicht im Kosovo. Aber ich habe keinen Zweifel, dass die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Kosovo eine Abtrennung wollten. Ich habe keine Zweifel. Und wir können ja auch nicht leugnen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim auch die Abtrennung will. Nur ist das für mich kein Grund. Ich will das auch gleich sagen. Aber auf eins möchte ich Sie hinweisen. Aus dem Bruch von Völkerrecht kann irgendwann im Völkerrecht Gewohnheitsrecht entstehen. Und das ist nicht ungefährlich. Deshalb habe ich Sie damals beim Kosovo so gewarnt. Eine bedrängte Bevölkerung, auch eine unterdrückte Bevölkerung, selbst wenn ein Bevölkerungsteil gegen einen Bevölkerungsteil Gewalt angewendet wird, dann muss er das Recht haben, sein Land zu verlassen. Aber nicht mit Territorium. Mit Territorium nur unter Zustimmung des Landes. Und diesen Grundsatz, den haben Sie im Kosovo gebrochen. Und dafür zahlen wir jetzt. Ich weiß, es gibt auch andere völkerrechtliche Auffassungen. Die gibt es in Bezug auf den Kosovo. Es gibt aber andere völkerrechtliche Auffassungen auch in Bezug auf die Krim. Zum Beispiel wird gesagt, dass der Chruschtschow selbst unter Verletzung sowjetischen Rechts damals die Krim der Ukraine übergeben hat. Er war ja selbst Ukrainer. Ehrlich gesagt, meine Auffassung ist es nicht. Ich sage, in beiden Fällen war es völkerrechtlich nicht legitim und ist es völkerrechtlich nicht legitim. Der Hinweis auf die ukrainische Verfassung, der von Ihnen immer kommt, auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ist nicht besonders glaubwürdig. Denn Sie sagen, die ukrainische Verfassung verbietet eine eigene Volksabstimmung auf der Krim ohne Zustimmung der Zentralregierung. Dann sagen Sie wieder, aber dass da drin steht, dass der Präsident nur mit 75% abgewählt werden darf, der Stimmen im Parlament, die er nicht bekommen hat, das interessiert Sie nicht. Also entweder die Verfassung gilt oder sie gilt nicht. Heraus kommt auf jeden Fall eins, dass der Übergangspräsident und die Übergangsregierung nicht legitim sind. Daran können Sie nichts ändern. Man kann mit ihnen trotzdem verhandeln, das bestreite ich nicht. Aber man muss wissen und es ihnen sagen, dass sie nicht legitim sind. Und wie wird es weitergehen? Ich sage es Ihnen, letztlich werden irgendwann, früher oder später, alle Regierungen irgendwie akzeptieren, dass die Krim zu Russland gehört. Und nun sagen Sie, man muss Sanktionen beschließen. Denn wenn man keine Sanktionen beschlösse, dann bedeutete das ja eine Völkerrechtsverletzung einfach hinzunehmen. Wirklich? Ich erinnere Sie an ein Beispiel. 1974 besetzten türkische Truppen den Nordteil Zyperns. Eindeutig und unbestritten völkerrechtswidrig. Hat niemand bestritten. Nicht eine einzige Sanktion gegen die Türkei haben sie damals beschlossen. Warum nicht? Nur weil die Türkei in der NATO ist und Russland nicht? Warum immer diese unterschiedlichen Maßstäbe? Warum können wir nicht mal einheitliche Maßstäbe setzen und anwenden? Übrigens, Zypern ist bis heute geteilt. Und ich sage auch, Sanktionen sind keine Politik, sondern ein Ersatz von Politik. Aber die USA drängen. Die USA drängen auf Sanktionen. Und zwar, weil die Antwort Russlands, die kommen kann, ja nicht die USA trifft, sondern die Europäerinnen und Europäer trifft und insbesondere die Deutschen treffen wird. Und wieder machen Sie, was Sie bei der US-Regierung immer machen, Frau Merkel, Sie sind hörig gegenüber der US-Regierung. Keinen Augenblick mal bitte. Die verlangt Sanktionen. Darf ich mal darum bitten, dass offenkundig etwas länger dauernde bilaterale Gespräche nicht unmittelbar in der Nähe des Rednerpultes durchgeführt werden? Wissen Sie, es ist dieselbe Hörigkeit, dasselbe Duckmäusertum gegenüber den Abhörpraktiken der NSA millionenfach in Deutschland. Sie machen nichts dagegen.
Ja, und jetzt kommt noch was hinzu. Jetzt planen ja die USA neue Atomwaffen in Deutschland, Herr Kauder. Neue Atomwaffen in Deutschland. Wir brauchen weder die alten noch neue Atomwaffen. Und der Höhepunkt ist, ja, und ich sage Ihnen eins, wenn je von Deutschland eine Atomwaffe gestartet wird von den USA, trifft die Antwort uns, nicht die USA. Und es kommt noch was anderes hinzu. Jetzt sollen wir uns auch noch an den Kosten beteiligen zu 20%. Das sind 30 Millionen Euro. Ich frage Sie wirklich, Frau Bundeskanzlerin, Herr Steinmeier, Herr Schäuble, wollen Sie ernsthaft für neue Atombomben der USA in Deutschland auch noch 30 Millionen Euro bezahlen? Also die brauchen wir dringend da wirklich für ganz andere Zwecke. Dann haben Sie gesagt, bei den Sanktionen, Kontensperrung, Einreiseverbot, Verhandlungen über Visaerleichterung und wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgesetzt. So, Russland kommt nicht zum G8-Gipfel, wird also ein G7-Gipfel, weitere politische Sachen und dann Wirtschaftssanktionen. Nur hat allerdings der Bundeswirtschaftsminister einen Rüstungsexport nach Russland verboten. Das ist die Ausnahme, wo wir sagen, das ist richtig. Aber das hat nichts mit den Sanktionen zu tun, sondern damit, dass wir sagen, generell müssen Rüstungsexporte eingestellt und verboten werden. Und allerdings, sehr beeindruckend wird es die russische Armee nicht. Und ich frage Sie jetzt schon, wie wollen Sie denn dann wieder raus aus den Sanktionen? Wollen Sie sagen, wenn die Krim wieder bei der Ukraine ist und wenn nicht? Wollen Sie die ewig aufrechterhalten? Ich höre schon, wie das dann so schleichend sich wieder auflösen wird nach einem Jahr oder nach zwei Jahren. Und jetzt sage ich Ihnen, gibt es keine andere Chance, auch auf die Völkerrechtswidrigkeit hinzuweisen? Doch, gibt es. Umgekehrt müssten wir rangehen. Mal nicht negativ denken, mal nicht in Form von Sanktionen denken, sondern umgekehrt. Wir könnten doch jetzt mit der russischen Regierung Verhandlungen aufnehmen und sagen, okay, die EU hat auch Fehler begangen, stimmt. Die NATO hat auch Fehler begangen, stimmt. Kann man doch einräumen, kostet doch nichts. Und wäre eine Selbstverständlichkeit. Sie haben auch Fehler begangen. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie eine Perspektive guter Beziehungen mit der EU und der NATO aussehe. Wie wir auch Ihre Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Ich sage mal als Beispiel, die Raketen in Polen und Tschechien, wo Sie gesagt haben, es beeinträchtigt Ihre Sicherheit. Da hat der US-Außenminister zum russischen Außenminister gesagt, aber wieso, es hat doch gar nichts mit Russland zu tun. Da hat der gesagt, und wenn wir Raketen in Mexiko aufstellten und sagten, es hat nichts mit den USA zu tun, würden Sie das akzeptieren? Natürlich nicht. Also ich sage mal, wenn wir da anders herangehen, eine Perspektive aufbinden und dann sagen, aber das knüpfen wir an die Bedingung, dass diese Art von Politik aufhört. Sie dürfen jetzt nicht lauter russische Inseln suchen und meinen, die wieder zu Russland einverleiben zu können. Das wäre doch eine Perspektive. Gehen Sie doch mal positiv und nicht nur negativ ran, damit wir endlich ein Europa bekommen. Nicht gegen und nicht ohne Russland, sondern mit Russland. Sonst wird das auch mit unserer Sicherheit nichts. Nun wollen Sie mit der Übergangsregierung der Ukraine den politischen Teil des Assoziierungsabkommens unterschreiben. Mit einer Regierung, die nicht aus demokratischen Wahlen hervorgegangen ist, der Faschisten angehören. Und wenn Sie uns angreifen, Sigmar Gabriel macht das ja auch, können Sie ihn mal bestellen und in die Ecke der kalten Krieger stellt, was Blödsinn ist, muss ich Ihnen mal ganz klar sagen, dann hören Sie doch wenigstens auf den EU-Kommissar und Sozialdemokraten Günther Verheugen. Er sagt, dass es richtige Faschisten seien, nicht nur irgendwelche Nationalisten. Das ist ein fataler Tabubruch und denen wollen Sie auch noch Geld geben. Ich bitte Sie, ich finde, eine deutsche Bundesregierung muss hier ganz andere Maßstäbe setzen. Herr und, Kollege Gysi. Ich will jetzt keine Zwischenfragen beantworten. Und ich meine das doch so. Und am 13. März habe ich hier ein Zitat gebracht von dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tjagnibok. Ich habe ihn zitiert. Er hat gesagt, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Dann haben Sie, Frau Göring-Eckardt, gesagt, dass er das 2004 gesagt hat. Was wollten Sie denn damit sagen? Dass es verjährt sei? Oder wollten Sie sagen, dass er jetzt anders denkt? Aber entweder haben Sie nicht die Wahrheit gesagt oder sich zumindest geirrt. Denn das Zitat stammt vom Oktober 2012. Lesen Sie im Sozialdemokratischen Vorwärts nach. Ich würde mit dem Mann kein Wort wechseln. Schon gar nicht ihm einen einzigen Euro übergeben. Und mit ihm auch keinen Vertrag schließen. Gestern haben Swoboda-Leute den Programmdirektor des Fernsehens in Kiew zusammengeschlagen und zum Rücktritt gezwungen, weil er dokumentiert hat die Rede von Putin. Und der Hauptschläger ist Mitglied im Parlament des Ausschusses für Pressefreiheit. Am 9. Februar 1990 hat US-Außenminister Baker zu Gorbatschow gesagt, die NATO werde sich keinen Inch nach Osten ausdehnen. Frau Merkel, Sie und ich säßen vielleicht heute hier nicht im Bundestag.
Herr Gauck wäre vielleicht nicht Bundespräsident, wenn die NATO diese Zusicherung nicht gegeben hätte. Der Preis von Gorbatschow für die deutsche Einheit und die Zugehörigkeit ganz Deutschlands zur NATO war der Verzicht auf die Ostausdehnung der NATO. Das haben Sie verletzt. Genscher hat es auch zugesichert. Und im Übrigen hat vielleicht Gorbatschow etwas mehr für die deutsche Einheit getan als die britische Regierung, wenn ich daran mal erinnern darf. Aus der NATO wurde ein Interventionsbündnis. 12 Staaten des ehemaligen Ostblocks wurden aufgenommen. 12 Staaten. Tschechien, Polen, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Und auf dem NATO-Gipfel, ich habe nicht bestritten, dass die das wollten, das weiß ich, aber die NATO wollte es auch, sonst kommt es nämlich nicht zustande. Und auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 wollten die USA die Ausdehnung auf Georgien und Ukraine, die wollten das ja vielleicht auch, aber da hat die Bundesregierung Nein gesagt, in den anderen Fällen nicht. Das haben sie immerhin verhindert. Und übrigens sagte Putin dort in Bukarest auf dem Gipfel wörtlich Folgendes, ich zitiere ihn, das Entstehen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen würde in Russland als direkte Bedrohung der Sicherheit unseres Landes betrachtet. Ende des Zitats. Warum wurde daran nicht gedacht? Warum das Gezerre von vornherein um die Ukraine, entweder zur EU oder zu Russland? Nie wurde begriffen, dass die Ukraine eine Brücke zwischen der EU und Russland sein muss. Und jetzt sage ich Ihnen ganz schnell die Lösung. Lassen Sie den Unsinn mit den Sanktionen. Nur eine neue Spirale, weitere Zuspitzungen, sie bringen nichts. China macht nicht mit, das ist für Russland viel wichtiger. Sie müssen sie eines Tages sowieso wieder zurücknehmen und das wird eher peinlich. Zweitens, keine Abkommen und Verträge mit dieser Übergangsregierung, sondern Unterstützung bei der Vorbereitung und Beobachtung demokratischer Wahlen in der Regierung. Erst dann mit legitimer Regierung und ohne Faschisten Verhandlungen führen. Drittens, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine muss ausgeschlossen werden. Viertens, der Status der Ukraine als Brücke zwischen EU und Russland, das ginge auch mit einer Mitgliedsperspektive der Ukraine in der EU, wenn es ausgehandelt ist, auch mit Russland und wir insgesamt eine Zusammenarbeit herstellen können. Fünftens, Russland bleibt aufgefordert, weitere militärische Drohungen und Androhungen, erst recht die Anwendung von Gewalt in der Ukraine und anderswo darauf zu verzichten und die Ukraine als souveränen Staat anzuerkennen. Das muss verbunden werden mit einer klaren, positiven Perspektive der Beziehungen zu Russland seitens der EU und seitens Deutschlands, und zwar eines Russlands als Bestandteil Europas und nicht außen vor. Und sechstens, faschistische Organisationen und Parteien sowie paramilitärische Einheiten und andere illegale bewaffnete Formationen sind in der Ukraine aufzulösen. Das staatliche Gewaltmonopol muss durchgesetzt werden. Und darauf müssen Sie bestehen, bevor Sie denen einen einzigen Euro überweisen oder Verträge mit ihm abschließen. Für die SPD-Fraktion hält nun der Kollege Thomas Opp.